Hallo Christoph. Hallo. Ja, danke nochmal, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir ein Interview machen können. Sehr gerne, ja. Wir haben uns gestern ja schon gut unterhalten, habe ich dich gefragt, hier auf dem Earth-Kongress in Barlo in Holland, wo sich Regressionstherapeuten, Reinkarnationstherapeuten treffen, dieses Jahr in Holland. Und wir haben viele schöne Workshops uns schon angeschaut. Und ja, du bist ja schon lange dabei, ungefähr 30 Jahre hast du mir erzählt. So, gut 30 Jahre, ja. Und du bist Reinkarnationstherapeut und du bietest Ausbildung an in Dresden, Reinkarnationstherapie und Aufstellungsarbeit. Aufstellung, ja. Ja, und was würdest du denn sagen, was spricht für Reinkarnationstherapie? Es gibt ja auch so viele andere gute Therapieformen, du machst ja auch Aufstellungsarbeit. Was spricht für Reinkarnationstherapie? Für Reinkarnationstherapie spricht einfach die Schnelligkeit und auch die Tiefe. Ja. Ja, man kann halt wirklich sehr schnell an den Ursprung des Problems kommen, ja, indem man sagt, geh dahin, wo es zum ersten Mal oder kurz bevor das erste Mal das Problem auftaucht. Was immer das Problem ist, mit was immer die Leute kommen, ja, ist eigentlich ziemlich egal. Es sei denn, es sind sehr schwer pathologische Fälle, die man nicht, wo ich mich dann weigere, das zu behandeln, weil das ist, dann sollen sie lieber wirklich in die Psychiatrie gehen. Ja, das wären so zum Beispiel, was für Fälle? Die also wirklich, also ich bin an sich, also schwere Schizophrenie, also auch wirklich schwere bipolare Zustände und ähnliche Dinge. Fällt mir jetzt auch nicht so ein, weil die kommen meistens auch gar nicht. Ja, genau. Aber so für eigentlich ein breites Problemspektrum für ansonsten? Ein breites Problemspektrum kann man eigentlich fast überall arbeiten. Ja? Ja. Zum Beispiel auch mit multiple Persönlichkeit geht sehr viel schneller. Ich habe einmal mit einer wirklich schwer multiple Persönlichkeit gearbeitet. Es geht sehr viel schneller, als was die normalen Therapeuten machen können. Ja. Ja, weil die haben ganz viel auch schon mit vergangenen Leben zu tun und anderen Dingen, die sie wo sie sich aufteilen. Ja. Ja. Und du hattest vorhin auch gesagt, dass es einmal Probleme lösen, aber dann, was du auch gut daran findest, dass es quasi die auch die persönliche Entwicklung oder sogar die spirituelle Entwicklung, dass da die persönliche Entwicklung oder auch spirituelle, das ist ja für mich immer verbunden, gerade die spirituelle Entwicklung, das ist mir natürlich am liebsten. Ja. Weil dann arbeitet man auch leichter, man kann sehr viel spannender vorgehen, als wenn jetzt jemand kommt, ich habe also Hautausschlag und was mache ich. Ja. Aber es ist natürlich, die meisten Fälle kommen natürlich, weil sie leiden. Ja. Ja, mit den verschiedensten Problemen, die sie haben. Ja. Also es ist quasi dieses breite Spektrum, Probleme lösen, aber eben auch was für die eigene spirituelle Entwicklung tun. Und man kann eigentlich von beiden Seiten kommen und Reinkarnationstherapie, Regressionstherapie kann da einen unterstützen. Auf jeden Fall. Es gibt wirklich wenig Fälle, wo man es nicht machen kann. Es sei denn, sie sind wirklich schwer. Ja. Ja, wo sie auch eine Umgebung brauchen, wo sie geschützt sind und die können wir ja nicht bieten. Ja. Ja. Und für Therapeuten, welchen Therapeuten, wenn man jetzt auf der Suche ist, vielleicht noch nach der Methode, mit der man wirklich gerne arbeiten möchte, so noch nicht das Richtige gefunden hat, oder anfängt, was sind da die Argumente, warum sich Leute dafür entscheiden? Also meistens haben sie vielleicht auch Interesse an vergangenen Leben oder denken, das könnte sein, oder sie bekommen Empfehlungen von Freunden oder sie finden das irgendwo im Internet und es spricht sie an. Mhm. Ja. Das sind eigentlich die. Und das heißt, so eine Offenheit eben für frühere Leben ist wichtig? Nein, braucht man nicht. Braucht man nicht. Man kann nur eigentlich, das Wichtigste ist, also ich schließe es nicht aus. Okay, dass man das eben so hat. Und vorhin meintest du, glaube ich, auch noch, wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, dass so dieses gewisses Interesse an der eigenen spirituellen Entwicklung ist auch schon wichtig für einen Therapeuten. Wenn man sich für den Therapeuten selber natürlich. Ja, also wenn man sich da nicht weiterentwickeln möchte, dann passt es eigentlich nicht. Dann geht es nicht, weil man muss wirklich sehen, okay, wo sind meine Grenzen, wo komme ich her? Was ich nicht bearbeitet habe, kann ich bei dem anderen auch nicht bearbeiten. Ja. Oder ich muss bereit sein. Ich weiß, früher kamen die Leute zu mir, teilweise ganz viele, die missbraucht wurden. Ja. Und dann fing ich an zu gucken, was ist denn bei mir? Ja.
Ja, und dann bin ich auch auf einen frühkindlichen Missbrauch gestoßen. Okay. Einfach weil die Klienten kamen und ich merkte, irgendwas stimmt da nicht. Und dann muss ich halt selber gucken. Mhm. Oder man muss noch Weiterbildung machen. Mhm. Also, als diese multiple Persönlichkeit kam, dann wurde mir das viel zu viel. Und dann habe ich halt eine Weiterbildung gemacht bei damals der Michaela, die Spezialistin ist dafür. Ja. Da muss man halt gucken, was kann ich tun. Ja. Ja, und da muss man bereit sein. Ja. Und eure Ausbildung ist ja auch von Earth eine anerkannte Ausbildung, genauso wie unsere Tasso-Ausbildung. Und da ist wahrscheinlich auch die persönliche Entwicklung, dass man auch Supervision macht und eigene Sessions macht, ist auch ein wichtiger Teil. Absolut. Man kann nicht Reinkarnationstherapeut werden oder Regressionstherapeut, wenn man nicht an sich selber arbeiten will. Ja. Das passiert schon in der Ausbildung. Ja? Das ist ja rein praktische Ausbildung, hauptsächlich natürlich auch Theorie, aber hauptsächlich an gegenseitig Sitzungen austauschen und lernen, die Sitzungen zu machen. Ja. Und jetzt, was ich spannend finde, du machst ja auch Familientherapie oder Aufstellungsarbeit, Familienaufstellung. Wann wendest du eher, machst du eher eine Aufstellungsarbeit und wann eine Regressionstherapie oder inwieweit, wann kombinierst du es vielleicht auch beides? Ich kombiniere es oft. Ich mache oft, wenn jemand zum ersten Mal kommt, lieber eine Aufstellung, weil dann habe ich ein Bild, weil er stellt ja das Bild auf für die Krankheit. Mhm. Und dann würde ich eine zweite Sitzung machen, wo ich eine Rückführung mache. Mhm. Ja, weil dann weiß ich genau, wo ich hingehe. Oder wenn tatsächlich ein vergangenes Leben bei der Aufstellung auftaucht, dann lege ich die Leute gleich hin in der Aufstellung und wir lösen doch das vergangene Leben. Ja. Und das heißt, die Rückführungsarbeit ist schon das, womit man dann noch tiefer gehen kann. Ja, ja. Da kann man einfach tiefer gehen und auch natürlich, dann ist es viel mehr das eigene Erleben auch. Das ist bei der Aufstellung stehst du und du gehst nicht so tief wirklich in den Körper rein, während du bei der Reinkarnationsarbeit oder Regressionsarbeit gehst du wirklich tief in deine eigenen Gefühle, du erlebst es selber. Ja, das ist... Da weiß ich auch vorher nie, was ist. Hier ist mein Abenteuer, wenn jemand Rückführung macht, weiß ich nicht, was passiert. Ja. Ja? Ich lasse mich da auch immer, muss mich auch immer überraschen lassen. Ja. Weil ich habe auch kein Bild, was ich habe zwar eine Idee, aber meistens oft ist was völlig anderes, was auftaucht. Also kann man sagen, dass Katharsis, also dieser transformatorische Moment, so dass das mit Rückführungsarbeit besser zu erreichen ist? Als natürlich. Ja. Mhm. Also zum Beispiel, nehmen wir mal Missbrauch an. Ja? Ja. Da ist oft ein Widerstand, das zu fühlen und auch überhaupt wahrzunehmen. Für viele haben das völlig verdrängt. Mhm. Und dann kann man das mit der Aufstellung, kommt mir ein Problem, das hat vielleicht mit dem Missbrauch zu tun, und die Aufstellung kann zeigen, dass da was passiert ist und auch wer das war. Ja. Dann taucht das auf. Das kann man aber, dann muss man aber in die ganzen emotionalen Erinnerungen gehen, die teilweise in der Zelle sitzen und aufgelöst werden, das kann man nur mit der Rückführung machen. Da reicht systemisches Aufstellen nicht aus. Ja. Mhm. Ja, weil das dann wirklich körperlich aufgearbeitet werden muss. Mhm. Ja. Als Beispiel. Ja. Was war denn so deine beeindruckendste Erfahrung in der Rückführungsarbeit? Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, das war wirklich, wo ich eine kurze Rückführung mit jemandem machte und innerhalb von 20 Minuten wurde es klar, da ist mein Großvater, der ist einfach noch bei mir und ich lebe dessen Ärger. Ja. Und er hat 20 Jahre vorher Normaltherapie gemacht mit Krankenhausaufenthalten und Ähnlichem, weil er diese Wutanfälle bekam, die unkontrolliert waren. Mhm. Und das ist eben der Nachteil der normalen Psychologie, dass sie solche Anhaftungen, wie wir sie nennen, für die existiert sie nicht. Ja. Und dann arbeiten die eigentlich an einem fremden Gefühl, das gar nicht gehört, zu dem Klienten selbst gar nicht gehört. Ja. Und dann können sie nichts ändern, weil es ist ja fremd. Ja. Ja. Ja? Und wenn man das einfach zurückgibt, kann sich das ganze Leben auch von Menschen ändern. Ja. Und das innerhalb von so kurzer Zeit, 20 Minuten? War uns nach 20 Minuten war das klar. Aber das ist schon ungewöhnlich kurz. Das ist so schnell geht es nicht immer. Ja, ich sage, das war das Kürzeste, was ich erlebt habe. Ja. Ja. Mhm. Aber ich meine, da gibt es so viele Sachen, die man bearbeiten kann. Also
am meisten Spaß macht mir im Moment ein 14-Jähriger. Mhm. Der kam, der will gerne Profifußballer werden, ja, und kam, weil er, von seiner Mutter war auch schon bei uns natürlich, und ja, weil er Probleme mit seinem Cheftrainer hatte. Ja. Ja, dessen Stimme konnte er nicht ertragen. Ja. Ja, und dann brach seine ganze Energie zusammen, weil der Trainer irgendwas zu ihm sagte oder ihn anschrie, und dann war alles vorbei. Mhm. Ja, und das konnte man innerhalb von einer Sitzung haben wir das eigentlich gelöst. Und dann kam aber ein anderes Problem, und dann kam er wirklich öfters. Mhm. Ja, und dann war das für ihn eigentlich Mentaltraining. Ja, mhm. Und ich nehme an, dass er nebenbei, weil es so leicht war, mit ihm ins vergangene Leben zu gehen, wo er also die Stimme gehört hat. Mhm. Aber für ihn war das einfach, ich will guter Profi werden, und jetzt tue ich was dafür, damit ich besserer Profi werde. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass er auch, ich weiß nicht, ob er wirklich Profi wird, er ist viel zu intelligent für mich, aber, ja, oder auf seinem spirituellen Weg, aber für ihn ist das halt der Grund, also auch wirklich sowas zu machen. Ja. Was ist so die durchschnittliche Sitzungszahl? Ich weiß immer, es gibt immer ein breites Spektrum. Ne? Manche kommen einmal, manche kommen über einen ganz langen Zeitraum. Was ist so? Also ich habe Leute, die kommen jahrelang. Mhm. Ja, die kommen dann alle paar Monate, weil, ja, sie wieder eigentlich sich weiterentwickeln wollen. Ja. Ich habe auch ein paar, wo das Problem sich einfach irgendwo nicht richtig lösen lässt. Ja. Dann ist eher so eine Begleitung über einen längeren Zeitraum. Dann ist mehr eine Begleitung über einen längeren Zeitraum. Mhm. Nicht sehr oft. Aber meist, also ich habe eigentlich niemanden, der einmal die Woche kommt. Mhm. Sondern die kommen dann einmal im Monat oder alle zwei Monate oder ja. Ja. Und wollen einfach auch, weil sie merken, es ist noch nicht alles gelöst. Ja. Und ich meine, wann ist man gelöst? Ich mache ja auch noch Sitzungen. Ich, ja, mache seit 30 Jahren oder 40 Jahren Sitzungen, ja, ja, weil immer wieder was Neues auftaucht. Ja. Und ja, wenn man weitergehen, ja, will. Klar. Und aber wenn jemand nicht besonders interessiert ist, auch in der eigenen Entwicklung, hat ein Problem, dann reichen oft zwei Sitzungen aus. Hm. Ja. Ja. Also zwei Sitzungen ist gut, manche auch eine Sitzung, ja, und dann kommen sie nicht mehr wieder, weil das Gefühl hat, mir geht es doch gut. Hm. Ja. Und eine Sitzung, was ist so die durchschnittliche Dauer? Ich gebe eigentlich jedem 3 Stunden. 3 Stunden? Mhm. Ja. Also ja. Ist ja dann oft, es geht manchmal natürlich auch sehr viel schneller, ja, ja. Aber wenn es zum ersten Mal kommt, dann erstmal Vorgespräch, dann die Sitzung, ja, sagen wir, 1 Stunde bis 1,5 Stunden und dann noch ein Nachgespräch. Ja, ist auch meine Erfahrung, dass 3 Stunden, ja, ist eine gute Zeit. Ja, also, mhm, wenn, dann nehme ich mir 3 Stunden Zeit, ja, auch wenn es schneller geht. Ja. Jetzt hattest du erwähnt, dass du einen anthroposophischen Hintergrund hast, ich glaube auch so familiär, mhm, bedingt. Und bei Steiner wird ja auch schon über Reinkarnation gesprochen. Wo siehst du da die Verbindung zur Reinkarnationstherapie, zur Rückführungstherapie? Für Steiner war eigentlich sein ganzes Zentralthema, war eigentlich Reinkarnation und Karma. Mhm. Und er gibt auch, er nennt das die große Karma-Übung, ja, wo man also lernt, eigentlich in die vergangenen Leben zu schauen. Ja. Aber was er da berichtet ist, ja, wo man also Jahre braucht, dann Training. Das, ja, war für mich eigentlich so, das machen wir in einer Sitzung, ja, wo wir die Leute hinführen. Ja. Bei vielen Anthroposophen, die bleiben eigentlich im Denken stecken, ja, und weigern sich auch, das wirklich als eigenes Erleben und auch Aufarbeitung zu tun. Okay. Ja, und, mhm, dann versuchen die vergangenen Leben denkerisch zu ergreifen. Ja, und das ist, was da dann fehlt, das, wirklich das ins Erleben zu kommen. Ja, mhm, sodass sie eigentlich nicht das wirklich die schwierigen Punkte bearbeiten, mhm, und dann bringt vergangene Leben nicht so viel, wenn man sie weiß oder auch denkt, aber keine Lösung findet. Mhm. Ja. Ja, wir haben ja diese ganzen vergangenen Leben, da sterben wir, ja, und dann für meine Theorie bleibt dann eigentlich das, was nicht gelöst im vergangenen Leben hier auf der Erde, ja, und wir gehen hoch und das, wenn wir wiedergeboren wird, kommt sozusagen das Alte, ja, will von uns gelöst werden, wie ein inneres Kind, was gelöst wird. Ja. Wir warten eigentlich, ja, ey, wann kommt denn endlich jemand und lässt mich endlich sterben, weil ich bin ja noch gar nicht richtig tot, wenn man also sehr schnell und überraschend gestorben ist. Mhm. Und dann bleiben so dann Teile von einem, die man integriert, ja, integrieren möchte, sozusagen irgendwo auf der Erde hängen als Information, ja, auf 500 Jahre, mhm, oder länger, und die immer noch unter Umständen dieses Leben auch beeinflussen noch heute. Ja. Und dann hat man da überall seine Teile noch rumhängen. Rumhängen und die Seele ist irgendwie nicht ganz. Nicht. Ja, ich weiß immer nicht, was eine ganze Seele ist und was, nee, wer das,
Ich nehme es lieber verteilt. Da ist eine Information, die eigentlich zu mir gehört und die zumindest eine Energie von mir besitzt. Mhm. Also eigentlich Energie von mir. Ob das nun Seelenenergie ist oder nicht, das weiß ich immer nicht genau. Ja. Aber es ist auf jeden Fall Energie von mir, die noch irgendwo in der Geschichte festsitzt und die von mir eigentlich geholt und erlöst werden möchte, damit ich voller werde hier. Und in einer Rückführungstherapie ist das eben das, woran der Therapeut bei unterstützt, das zurückzuholen und diesen Teil zu erlösen. Ja. Also ich sehe immer das Wichtigste an, durch den Tod zu gehen, denn erst wenn man tot ist, kann man es bearbeiten. Ja. Und das ist oft schwierig, weil dann nicht bewusst gestorben wird. Und wenn du sagst, dass bei Anthroposophen so eine Tendenz ist, so im Denken zu sein, dann ist das ja nicht genau der Teil, der fehlt, den die Rückführungstherapie da geben kann, genau diesen Teil auch in die Erfahrung zu gehen. Man kann das sehr schön erinnern haben, das ist auch, ich sagte schon, das Problem auch mit vielen, die sehr schnell irgendwo mal gelernt haben, ich fühle Rückführung als Heilpraktiker oder sonst irgendwo ein Wochenende das gelernt haben, die Technik, wie man die Leute zurückführt, aber die lernen nicht das Auflösen. Ja, die gehen nur in das Wiedererleben, die Arbeit fängt eigentlich dann an, wenn ich also sozusagen bewusst gestorben bin und danach ja auf der Seelenebene auch den Leuten begegnen kann und mich mit denen aussöhnen kann und auch Teile, die von mir in den anderen hängen, mit zurückholen und Dinge, die bei mir sind, denen zurückgeben können. Mhm. Und, so ein Energieaustausch. Ja. Und man muss sehen, welches schlimmes Leben man hatte. Ja, und die Anthroposophen sehen dann auch oft, oh, da war doch Alexander der Große, doch ganz toll, ja. Und ich sage als Therapeut, Alexander der Große ist ein sehr belastetes Leben. Ja? Ja. Ist vielleicht ein toller Mann gewesen, aber wie viele Tote hat er? Karmisch sehr belastet. Karmisch sehr belastet, ja. Und das sehen die dann gar nicht, wie belastet man ist, wenn man Alexander der Große war, ja. Ja. Ist es denn so... meinst du, dass Steiner selbst jemand war, der auch so sehr im Denken war, oder ist er selbst ins Erleben gegangen auch? Es ist jetzt vielleicht Spekulation. Er sagt natürlich, er hat das alles erlebt. Mhm. Ja, wie genau sein Erleben war, er hat das wahrscheinlich auch mehr mit seinem inneren Auge wahrgenommen. Es ist erstaunlich, was er alles wahrgenommen hat. Ja. Und wenn er das schildert, die karmische Übung, dann sind die tatsächlich auch all diese Schritte drinne, die man auch in der Rückführung macht. Ja, vielleicht ist es ja so, kommt mir jetzt gerade so, dass er selbst auch ins Erleben gegangen ist, aber wenn man es dann vermittelt, dann kann man es ja nur gedanklich quasi dann vermitteln, wenn man dann ein Buch drüber schreibt oder so. Ja. Insofern ist das der Teil, der dann weitergegeben werden kann, auf einfachere Art. Ja. Und das bekommen die dann, aber diesen Teil des Erlebens, den müssen sie eigentlich woanders noch holen. Das geht nicht ohne Eigenarbeit. Ja? Mhm. Und dann arbeiten sie Steiner und nicht sich selber. Mhm. Und dann sieht es für den Einzelnen ja auch immer etwas anders aus, als das, was Steiner sagt. Mhm. Ja. Und das ist aber der Widerstand, der überall ist. Ja? Weil es tut dann ja weh. Ja? Ich muss durch den Tod gehen. Ich erlebe nochmal die Schmerzen, die ich hatte, wenn ich verbrannt werde. Ja? Das ist eigentlich, kennst du den Begriff Spiritual Bypassing? Ja. Ne, das ist eigentlich dieses, ne, dass genau man so im Geiste erleuchtet, aber nicht in der Erfahrung. Man geht darüber raus, bleibt in dem Teil, der sich eh abgelöst hat. Und es geht ich nenne Erfolg ist, wenn sich hier im Körper was verändert. Mhm. Und wenn sich in deinem alltäglichen Verhalten was verändert hat. Mhm. Alles andere ist eigentlich für mich kein therapeutischer Erfolg. Mhm. Ja. Also wenn die Krankheit sich auflösen kann oder wenn du deine Kinder leicht umarmen kannst und Freude hast, wenn sie dich umarmen, oder du offener bist für sie, also wenn ich zum Beispiel bei manchen hören, die haben bei uns gearbeitet und dann kamen sie nach Hause und die Kinder haben sie völlig anders begrüßt als vorher. Plötzlich konnte sie drauf zurennen, die Mutter konnte sie in den Arm nehmen, wo sie sich vorher immer gezögert hat, ganz unbewusst. Ja, abgefahren. Ja, das sind so dann diese Erfolgserlebnisse, wo du auch präsenter bist für das, was tatsächlich im Hier und Jetzt passiert. Also auch in der Begegnung mit den Menschen. Ja. Du kennst ja Hans den Damm. Ich glaube, du hast das letzte Buch von ihm gelesen, noch nicht das aktuelle. Noch nicht das aktuelle. Wenn du es jetzt so seinen Ansatz, der ja auch so der Ansatz unserer Schule ist, wenn du es vergleichst mit anderen Ansätzen, die du kennst, der Rückführungstherapie, der Reinkarnationstherapie, was gefällt dir bei Hans? Also bei Hans
ich habe Hans kennengelernt beim Gründungskongress. Ja? Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich arbeite eigentlich ganz ähnlich als Hans, ohne dass ich das her wusste. Mhm. Ja, also begrüße ich natürlich das, was Hans sagt. Ja. Ja, also im Wesentlichen, Hans kann das noch ein bisschen ausdrücken als ich, der hat mehr Redefähigkeit, ja, ich meine, das ist schön theoretisch, ja, darf darlegen. Und also vor allem, ich gehe weniger von seinen Büchern aus, als von seiner praktischen Arbeit, die ich ja nun kenne. Ja. Da finde ich mich einfach wieder und da arbeitet er so ähnlich wie wir auch, ja, körperbezogen, ja. Was passiert im Körper, was ist da vielleicht nicht passend im Körper, ja? Und geht dahin zurück, wo es zum ersten Mal passiert ist. Mhm. Und da ist kein so großer Unterschied zwischen Hans und mir. Mhm. Oder ein paar Sachen, die ich nicht mache, ja, aber das sind Einzelheiten. Mhm. Ja. Und was ist da dabei, was dir woanders manchmal fehlt? Bei Hans. Mhm. Und bei dir, wenn ihr ähnlich arbeitet. Also was ist, gibt's bei, du hast vorhin schon erwähnt, viele machen es so, dass sie nur durchs Erleben gehen, aber dann nicht aufarbeiten. Die drei Ebenen, also sozusagen die mentale Ebene, die emotionale Ebene und die körperliche Ebene. Ja. Ja. Und manche machen oft nur eine Ebene. Okay. Ja, ja, und Hans macht alle drei und die bringen eigentlich ja so das. Weil da steckt in allen drei was oft drin. Manchmal reicht die mentale Ebene, manchmal auch die Körperebene. Ja. Das kommt drauf an. Ja. Aber eigentlich müsste man alle drei berücksichtigen. Und das tun manche nicht so. Mhm. Dass sie wirklich all die drei auch untersuchen. Mhm. Ja. Habe ich jetzt alle drei Ebenen wirklich gelöst? Und löste hier ein Problem im Körper und die mentale Ebene ist immer noch da. Ja, okay. Aber das ist bisschen das gleiche wie bei den Anthroposophen, die arbeiten hier nur in der mentalen Ebene und die emotionale und die Körperebene wird nicht ergriffen. Ja. Oder sie machen es dann mit Heilarrhythmie und das reicht dann auch das nicht aus. Ja. Okay. Wie siehst du die Zukunft der Regressionstherapie in Bezug auf gesellschaftliche Akzeptanz, von offizieller Seite, wird es irgendwann so sein wie, also die Diplompsychologen haben es geschafft, akzeptiert zu werden im Gesundheitssystem, wer zum Beispiel Akupunktur macht, das ist inzwischen akzeptiert, war früher nicht akzeptiert. Wird das irgendwann bei der Regressionstherapie auch so sein? Was meinst du? Ich nehme an, ich weiß nur nicht, wie lange das dauert. Mhm. Weil es ist dieser unbewusste Widerstand, ich will mir das ja nicht anschauen, was man als Kind gelernt hat. Ja? Mhm. Es war mir alles zu viel, ich packe das weg, weil ich als Kind das nicht verarbeiten kann. Und diese Angst davor, die ist natürlich immer noch da. Und wenn man die Angst unterscheidet, die man vor sowas hat, das ist eigentlich eine kindliche Angst, das ist nicht Erwachsenen, das ist Erwachsenen. Das Kind kann das nicht bearbeiten. Als Erwachsener kann ich das bearbeiten. Mhm. Aber ich meine, vergangene Leben tauchen immer mehr auf. Das wird einfach von unten her, so wie viele Ärzte fangen an, weil sie nicht die Klienten nicht mehr, die Patienten nicht mehr kommen, sich also mit Naturheilkunde oder Homöopathie zu beschäftigen, weil sie merken, das reicht nicht. Es wird so von der Basis gefordert. Sozusagen. Es wird eigentlich von der Basis gefordert. Mhm. Und ich meine, ich arbeite vier Leute, die haben noch nie was von vergangenen Leben gehört. Mhm. Und dann sage ich, hast du was dagegen? Wir gucken hier nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt. Mhm. Das ist völlig unwichtig, weil die Bilder sind ja entscheidend. Ja? Mhm. Als Kinder leben wir in einer Bilderwelt und die nehmen wir ja mit. Mhm. Und die nicht, dass wir denken bestimmt uns, sondern die Bilder, die wir haben, innerlich bestimmen uns. Mhm. Und dann ist es halt ein Bild, ja? Aber es hilft, egal ob, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Und weil dann haben die meisten keine Probleme damit. Ja? Okay, dann habe ich halt ein vergangenes Leben. Ja? Mhm. Also gerade in Ostdeutschland, die religiös nicht so bestimmt sind. So, wenn das möglich ist, warum nicht? Ja? Ja. Und das kommt immer mehr. Ich meine, das ganze Internet, weil ich sage, das Internet macht das ja schon vor, was man alles plötzlich erreichen kann oder wie die Information irgendwo da ist. Und da gibt es ja ganz neue Forschungen, und da ist die Information einfach schon da und die ist dann auch bei den Menschen. Und ich meine, wir vergessen immer, dass, glaube ich, 80% der Menschheit an Reinkarnation glaubt. Ja, das ist ja gar nicht wenig. Ja? Ja. Und das ist ja nur das Offizielle, was dagegen ist. Ja, genau. Ja, und dann kommt das einfach von unten, kann für mein Gefühl auch immer mehr wachsen
und dann wird das auch viel mehr akzeptiert. Also ich merke, du bist da zuversichtlich. Ja. Jetzt noch eine Sache, vielleicht als letzte Frage. Ich muss jetzt gerade an Katatümes Bild erleben denken. Hatten wir gestern irgendwie auch, hattest du, glaube ich, erwähnt. Ja. Das ist ja, man könnte ja erstmal so auf ersten Blick sagen, naja, das ist ja eigentlich ähnlich. Das ist quasi die in der anerkannten Medizin eine Methode, die ähnlich arbeitet. Oder doch nicht? Wo siehst du den Unterschied? Ich sehe da kaum, eigentlich keine Ähnlichkeit. Mhm. Es ist, ja, ich habe das, früher habe ich gehabt, es passiert jetzt selten, wo ich das Gefühl gehabt, die Leute gehen in Fantasieleben. Mhm. Mit diesem Katatym-Bild erleben? Nein, sie gehen sozusagen in, oder bei der Rückführung, sie wollen da nicht hin und dann gehen sie in Fantasieleben und leben es dort aus. Mhm. Das kann auch helfen, ja, wie auch normale Therapie natürlich helfen kann, aber es bleibt dann eigentlich mehr wie ein Traum. Ja. Ja, und du kannst zwar Dinge träumen, aber erst wenn du wach bist und es spürst im Körper, kann sich was verändern. Woran merkst du den Unterschied in der Therapie, ob jemand durch einen Traum geht oder ob das eine wirkliche Erfahrung ist? Am Körper. Am Körper. Wenn der Körper reagiert mit. Gut, er kann auch im Katatym-Bild an dem Stück mitmachen natürlich. Ja. Auch im Traum reagieren wir mit dem Körper. Aber du merkst einen Unterschied. Es ist ein eindeutiger, es bekommt sozusagen auch mehr Realität. Die Stimme wird anders. Ja. Und dann merkt man, jetzt ist es an dem Punkt, wo es tatsächlich auch wo der Körper mitspricht. Ja, wenn der Körper nicht mitspricht, dann ist es meistens auch nur die mentale Ebene, die berührt wird. Ja. Es ist das Gleiche. Letztlich, katatymes Bild erleben ist in der mentalen Ebene und nicht in der emotionalen und nicht in der Körperebene. Ja, okay, verstehe. Ja, ich hatte mal eine, die hat jahrelang katatymes Bildleben gemacht, hat sich nichts verändert. Mhm. Dann hat sie bei mir haben wir eine Meditation gemacht und völlig brach sie in eine große Katharsis aus. Mhm. Ja, weil ich unbewusst wusste, okay, da ist jemand, der freut sich, wenn ich Katharsis habe und kommt damit zurecht. Ja, und dann endlich durfte sie. Endlich durfte sie voll ausbrechen und rumschreien und und es war nur eine Meditation, und da ging es sozusagen bei ihr voll endlich ab. Mhm. Was sie bei dem Therapeuten, wo sie der Katatymus will. Wo es nur die mentale Ebene erlaubt war sozusagen. Da ging es nicht. Da ging es nicht, weil der das nicht erlaubt hat innerlich. Ja, das war bestimmt jetzt sehr interessant, auch für die Leute, die sich interessieren, ob sie vielleicht sich anmelden für eine Ausbildung, um diese Therapieform zu lernen als Therapeut. Wir bieten ja ab Januar nächsten Jahres 2018 unsere Ausbildung in Bremen an für ein Jahr. Wann startet eure nächste Ausbildung? Wir haben die eigentlich, im Frühjahr angesetzt. Im Frühjahr? Ja, nächstes Jahr auch. Ja, auch im Frühjahr. Ja. Wie lange geht sie bei euch? Drei Jahre. Über drei Jahre, okay. Wir machen es manchmal auch in zwei Jahre, je nachdem. Auch es kommt ein bisschen darauf an, wie die Vorbildung ist. Wenn jemand wirklich geschult ist, dann geht das leicht. Wenn jemand wirklich wenig Ahnung hat, braucht man mindestens drei Jahre. Ja. Weil die persönliche Entwicklung kommt, ist auch sehr viel zu lernen. Du bist natürlich auch wirklich viel Theorie zu lernen. Klar. Aber ich meine, ich finde es wunderbar, wenn Tasso sich hier auch wieder in Deutschland etablieren kann. Ja, drück uns die Daumen. Ja, tue ich. Ganz vielen Dank, Christoph. Ja. Das war sehr interessant. Und dann. Ich danke dir, für. Und gerne mal wieder. Gerne mal wieder. Wenn wir uns sehen, ich meine, vielleicht komme ich auch mal nach Bremen, mal sehen, was da passiert. Ja, sehr gerne. Okay. Okay. Danke. Gut, danke, Tom.